Glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Da hat der Banker Mitleid und erlässt ihm seine Schulden. Fröhlich verlässt Leonard sein Haus. Er hatte davon gehört, dass Jesus gerade da war und schrie deshalb die ganze Zeit: Jesus, hilf mir! Nach langem Suchen findet er Gisela schließlich. Da verließen die Dämonen den Mann und gingen in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich eine Klippe hinunter und alle Schweine starben. Die Bibel ist für mich das interessanteste Buch überhaupt. Sie erzählt Geschichten von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, dem Gott begegnet ist. Mit Bibelcartoon möchte ich diese Geschichten Menschen unserer Zeit nahebringen, meine Generation für das Wort Gottes begeistern. Dafür habe ich viele kurze Videoclips gestaltet. Diese Clips zeigen Gleichnisse, Wundertaten, Inhalte der Lehre Jesu sowie Geschichten von Menschen aus dem Alten Testament. Mir war es wichtig, diese Clips kurz, prägnant und klar verständlich zu gestalten, sodass auch Menschen sie verstehen können, die keinen christlichen Hintergrund haben. Sie eignen sich aber auch perfekt als Einstiegvideos für Christenlehre, Religionsunterricht oder Kindergottesdienst. Mit einem kleinen Team von Sprechern und Übersetzern erstelle ich regelmäßig neue Clips. Wir arbeiten ehrenamtlich und bieten unsere Clips kostenlos zum Download und auf YouTube und Facebook an. Wir planen, die ganze Bibel so zu gestalten und arbeiten auch an Übersetzungen in andere Sprachen. Unterstütze uns, indem du die Bibel-Cartoon-Clips nutzt, anderen davon erzählst oder uns auf YouTube oder Facebook folgst. Wenn du Flyer in deiner Gemeinde auslegen, einen Bericht in deinem Gemeindeblatt abdrucken, das Projekt irgendwie anderweitig unterstützen möchtest oder einfach Fragen hast, dann schreib mich an. Und jetzt viel Spaß beim Durchstöbern von bibelcartoon.de.